Moin Moin, hier ist John Behrens von Skills for Teams und ich habe euch heute etwas mitgebracht zum Thema Legacy Software und Produkte im Wandel. Und dazu habe ich einen historischen Ort aufgesucht. Ich bin in Barmstedt auf der Schlossinsel, ein Ort, der ja 1140 ungefähr das erste Mal urkundliche Erwähnung fand. Damals waren hier auf der Schlossinsel noch die Ritter von Barmstede am Herrschen und mit der Zeit hat sich dieses Gebiet immer wieder gewandelt. An diesem Beispiel werde ich euch ein bisschen erläutern, wie sich Software wandeln kann. Das Ganze hier ist ja die Schlossinsel. Heute ist das ein beliebtes Ausflugsgebiet und tatsächlich steht hier kein Schloss mehr, sondern ein Herrenhaus. Das hat sich immer wieder gewandelt. Ja, 1140 war die erste Erwähnung, da herrschten hier die Ritter zu Barmstede und damals war noch eine komplett andere Zeit. Es gab noch keine Autos, es gab kein elektrisches Licht, Pferde war ja, die ultimative Fortbewegungsart und es gab auch die Länder, wie wir sie heute kennen, noch überhaupt nicht und die Herrschaftsstrukturen. Das Ganze war dann irgendwann mal zwischen 1460 und 1864 dänisch. Das heißt, da hat hier das dänische Königshaus geherrscht. Und ja, seit 1864 ist das denn deutsch geworden mit Schleswig-Holstein und hat sich auch da immer wieder gewandelt. Da drüben ist noch ein See, der wurde erst in den 1930er Jahren überhaupt gebaut. Da wurde der ausgehoben. Und so wurde das Ganze dann ja, immer wieder verändert. Auch Software verändert sich immer wieder, wenn wir sie betreiben. Das heißt, oft wird Software irgendwann geplant und später soll die vielleicht ganz andere Funktionen erfüllen, ganz andere Anforderungen. Die Stakeholder, die wechseln. Das heißt, es gibt keinen, ja, der eine Chef von der Firma geht vielleicht, der hatte gewisse Vorlieben und dafür kommt jemand anders rein und der hat andere Vorlieben und Ideen. Das Geschäft verändert sich, was auch bei Refactoring ganz ja, essentiell ist, warum Refactoring von Software überhaupt so wichtig ist, um sich schnell an wechselnde Bedingungen anzupassen. Hier bei dieser Schlossinsel, da gab es mal einen dänischen König, der hatte vielleicht andere Ambitionen. Dann irgendwann ja, wurde das Ganze zum Herzogtum Holstein dazu oder eine Grafschaft Rantzau gab es noch und da gab es auch andere Forderungen. Das Gebäude hinter mir, das war früher ein ja, Amtsgericht, heute ist da ein Museum drin. Und genauso hat sich viele Strukturen immer wieder verändert. Die Insel ist aber gleich geblieben. Das heißt, man kann nicht alles auf mal auf einer grünen Wiese neu bauen, wie das auch bei Software immer gab, sondern Sachen verändern sich mit der Zeit immer wieder und wird immer wieder angepasst. Ja, hier drüben haben wir als Beispiel noch ein Gebäude, das war früher ein Gefängnis und heutzutage ja, hat man festgestellt, erstens lassen sich Gefängnisse besser organisieren und zweitens sind Gefängnisse bei Wasser und Brot auch nicht so beliebt. Deshalb hat man die Zellen da drin nur noch zum Anschauen gemacht und statt Wasser und Brot serviert man leckere Bratkartoffeln, die ja tatsächlich besonders gut sind. Was hat das Ganze jetzt mit Software zu tun, was ich euch hier über die Schlossinsel erzähle? Und ich werde euch gleich einige ja, Werte, einige Sachen erzählen, die entsprechend für Software gut sind, um sie veränderbar zu halten. Und das machen wir an einem anderen Ort. Was können wir als Softwareentwickler jetzt von der Veränderung dieses Ortes, von der Historie lernen? Zum einen ist sehr wichtig, dass wir merken, Legacy, also historisch gewachsen, heißt nicht immer, dass es schlecht ist, sondern man hat es entsprechend der damaligen Anforderungen gebaut und das hat seine Begründung und ist organisatorisch auch so gewachsen. Die Ritter von Barmstede, die haben sicherlich nicht daran gedacht, einen coolen Naherholungsort zu bauen zu dem, was es heute geworden ist. Aber in der Zeit der damaligen Anforderungen hat sich das so entwickelt und es wäre heute sicherlich kein Naherholungsort, hätte man damals nicht so gehandelt und die haben auch dazu beigetragen, dass wir heute ja eine Kultur haben, wo wir irgendwann hingewachsen sind, dass wir auch Zeit haben, uns an so einem Ort zu erholen. Was wir als ja, Entwickler lernen können, ist, man sollte Sachen so bauen, dass man auf Veränderbarkeit eingestellt ist. Man kann nicht alles im Voraus sehen, sondern die Zeiten ändern sich, die Geschäfte ändern sich und dementsprechend müssen wir auch unseren Code so bauen, dass er Anfassbarkeit ist, anfassbar und veränderbar ist. Das ja, zeigt sich zum einen wieder in anderer Funktionalität, als auch in, dass man Sachen effektiver gestalten kann. Was für mich interessant ist, viele Entwickler wollen immer ein grüne Wiese-Projekt und tatsächlich ist ein grüne Wiese-Projekt interessant aufzubauen, weil man was ganz neu von Anfang an schaffen kann. Ich finde es aber auch interessant, mit Organisationen, mit Firmen zu arbeiten, die ein Produkt haben, das sich über die Zeit lang entwickelt hat und auch weiterentwickelt hat. Jetzt lenkt mich gerade so ein Eichhörnchen ab. Ich zeige euch das mal.
Da läuft er gerade, Baum hoch. Da auf dem Baum. Wohnt hier bestimmt auch schon länger. Ja, abgesehen vom Eichhörnchen, das Reagieren auf Veränderungen. Und die Frage ist, welche Fähigkeiten brauchen wir dazu? Und da ist es wichtig, dass es offensichtlich ersichtbar ist, was unsere Software macht. Das kann sich zum einen durch Dokumentation zeigen, durch Tests, die vorhanden sind und zeigen, was soll die Software tun, als auch durch modularen Aufbau, sodass eine Veränderbarkeit gegeben ist. Um Veränderbarkeit und Wachstum bei Code möglich zu machen, halte ich folgende Eigenschaften für essentiell. Und das ist zum einen die Lesbarkeit. Ich muss verstehen, was der Code tut, wenn ich darauf schaue. Und da gibt es dieses Beispiel von Onkel Bob aus dem Buch, dass ein Softwareentwickler eigentlich die meiste Zeit von seiner Arbeitszeit gar keinen Code schreibt, sondern Code liest und versucht, ihn zu verstehen. Und das ist wirklich essentiell, dass wenn man auf den Code schaut, möglichst schnell Sachen erkennt. Und es ist ein Unterschied, ob du raufschaust und brauchst eine halbe Minute, um etwas zu verstehen, oder nur 10 Sekunden. Deshalb ist Clean Code so wichtig. Und deshalb ist Clean Code auch etwas, was ich in meinen Workshops immer wieder anbiete und mit den Entwicklerteams trainiere. Als nächstes kommt da rein die Modularität und die Redundanz. Das heißt, dass mein Code modular aufgebaut ist und ich einzelne Sachen austauschen kann. Wenn wir uns hier auf dieser Insel umschauen, sind jetzt 4 Gebäude hier. Und früher hat hier tatsächlich mal ein richtiges Schloss gestanden. Das Schloss ist irgendwann abgebrannt und wurde abgetragen und durch ein Herrenhaus ersetzt. Aber die anderen Gebäude wurden erhalten, weil das Ganze eben modular aufgebaut ist. Und hätte man jetzt nur ein Gebäude, dann könnte man die auch schwer unabhängiger voneinander nutzbar machen und schwer unabhängig voneinander modernisieren. Denn sowas wie Wasseranschlüsse, die hat das um 1300, 1400 noch überhaupt nicht gegeben und mittlerweile liegen die hier in jedem Haus. Dann, was auch zum Thema Modularität gehört, ist die lose Kopplung. Dass nicht alles fest miteinander verzahnt ist, sondern man einzelne Teile leichter austauschen kann. Das ist gerade bei Software wichtig, denn wenn ihr keine klaren Schnittstellen definiert habt, sondern alles irgendwie miteinander verzahnt, auf Deutsch sozusagen der Spaghetti-Code, man weiß gar nicht, wo etwas auf etwas anderes zugreift, dann kann man die Sachen schlecht austauschen. Wenn ihr die Sachen gut voneinander getrennt habt, dann kann auch ein einzelnes Teil in sich totalen Spaghetti-Code beinhalten. Solange ihr eine gute Schnittstelle nach außen habt, könnt ihr das entweder ersetzen durch was Neues oder intern euch hinsetzen und über gute Tests einfach intern refactoren, sodass ihr das Modul selber besser versteht. Das ist eine wesentliches Merkmal von Code, den man verändern kann. Und daneben natürlich auch die Testbarkeit. Wenn ihr ganz viele Bedingungen habt und das unterschiedlich verzahnt ist, werdet ihr schwer kleine, unabhängige Tests schreiben können und schwer Tests automatisieren können. Wenn ihr Code habt, der in kleinen Modulen gekapselt ist, dann könnt ihr sehr genaue und präzise Tests dafür schreiben und über die Test- und Automatisierung den Code dann auch zur Veränderung sicherstellen. Die alte Mühle gehört auch hier zur Schlossinsel und früher war das tatsächlich ein technisch sehr bedeutendes Bauwerk. Da haben die ganzen Landwirte in der Umgebung ihr Korn entsprechend mahlen können. Heutzutage wird sie noch aus Denkmalgründen betrieben von Vereinen, also die mahlen tatsächlich noch Korn original auf so einem Mühlstein. Das hat aber eher Museumscharakter und ist nicht mehr von wirtschaftlicher Bedeutung. Nichtsdestotrotz, die Technik und das handwerkliche Geschick, was man damals mit den Mühlen erlangt hat, findet man heute auch noch in modernen Anlagen wieder. Letztlich ist ein modernes Wasserkraftwerk oder ein wärmebasiertes Kraftwerk, was mit Dampf getrieben wird, auch ein Rad, was angetrieben wird und funktioniert ähnlich wie eine Mühle. Eben war ich an der Wassermühle und falls dort die Mühlgeräusche im Hintergrund zu laut waren, habe ich mir hier nochmal einen Ort gesucht und werde euch das Ganze nochmal erzählen, was die essentiellen Fähigkeiten sind, die ihr lernen sollt, um gut mit Legacy Code umzugehen. Und zum einen fängt das natürlich beim Entwurf an. Das heißt, ihr solltet euch die entsprechenden Architekturskills aneignen können, um Software so zu gestalten, dass sie veränderbar ist. Als zweites spielen auch die handwerklichen Fähigkeiten die Rolle und da spielt sowas wie Clean Code rein. Das ist auch eine Geschichte, die trainiere ich viel mit Teams in Workshops. Da biete ich Clean Code Schulungen an, wo man mal gezielt 2-3 Tage sauberen Code entwickeln lernt. Da mache ich auch solche Geschichten wie Refactoring Cutters, also kleine Übungen, wo man bestehenden Code, der nicht so gut strukturiert ist, in ein neues, moderneres, lesbares und veränderbares Design überbringen soll. Dann spielt Evolution und Emergenz natürlich auch eine Rolle.
Scrum bietet euch da schon viele Möglichkeiten, die automatisch für ein emergentes Design sorgen, durch regelmäßige Reviews. Natürlich kann man die auch außerhalb des Scrum-Workshops erzeugen, also außerhalb des Scrum-Kontexts könnt ihr eigene Reviews reinbauen, auf eure Architektur schauen, den Entwurf anpassen und so für eine emergente Architektur sorgen. Ist da natürlich immer besser, wenn man regelmäßig Anpassungen vornimmt, als wenn man jetzt einmal so einen Architekturentwurf macht und dann 2-3 Jahre damit losläuft. Emergenz ist da immer von Vorteil. Und wenn ihr diese ganzen Sachen berücksichtigt, dann erreicht ihr auch eine hohe Anpassbarkeit von Software. Heißt zum einen entsprechend die Architektur und das Design so haben, als auch eure Fähigkeiten schulen, Software immer wieder verbessern und anzupassen. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was gelernt. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, ein bisschen mehr über Software Refactoring zu lernen. Dann könnt ihr natürlich selber solche Software-Architektur-Katterns ausprobieren oder einen Workshop bei mir buchen oder schaut euch meine anderen Videos an. Alternativ kann ich euch empfehlen, schaut hier mal auf der Schlossinsel vorbei, falls ihr aus der Nähe kommt. Das ist durchaus interessant und ich werde mir gleich noch ein paar Bratkartoffeln holen und dann suche ich mir noch ein kleines Plätzchen, wo ich selber eine Refactoring-Cutter durchführen kann. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.